Und damit ein herzliches Willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich glaube, das müsste der vierte Teil sein von Return to Jurassic Park, dem DLC von Jurassic World Evolution. Und wir haben keinen Strom, das ist uninteressant. Das war, glaube ich, irgendwo hier, irgendwo, wo ich noch keinen Strom angesetzt habe. Genau, das war noch. Die Zäune funktionieren ja trotzdem, auch nur eben ohne Strom. So, jetzt müssen wir fotografieren. Fotografieren Sie die isolierten Stegosauren. Machen wir mal. Drehen wir mal R. Wo ist hier? Können wir eigentlich einen neuen Wagen? Bleiben wir erstmal bei einem Wagen. Erstmal weniger Geld. Weniger ist ja auch manchmal mehr. Das sagen die, die wenig haben. Sieht so ein bisschen aus, ob das Dr. Grant ist, wäre, der da hinten drin sitzt, aber ist nicht so. Ja, ich find's voll geil. Ich find erstmal, dass man mit einem Jeep fahren kann, finde ich immer toll. Und dass der Jeep auch hier so ein altmodisches Teil ist. Wow. Alles fotografiert. Wir können wieder zurück. Fotografieren Sie. Eine neue Entwicklung. Das war Fotohumor. Das Negativ entwickeln. Ja, vergessen Sie es. Also trinken und essen. Haben wir was zu essen überhaupt hier? Ich glaube schon da hinten, ne? Das ist diese Box da hinten. Warum sind die eigentlich gerade so in Aufruhr? Irgendetwas stimmt nicht. Das ist eine Untertreibung. Wie meinen Sie das? Die Tiere hier reagieren völlig anders als auf Isla Nublar. Ich konnte keine typischen Symptome des Ausgestelltwerdens erkennen. Diese zwei Dinge schließen sich gegenseitig nicht aus, Dr. Grant. Dr. Malcolm, ich denke... Ian, bitte. Ich denke, Dr. Malcolm hat recht. Aber wir müssen sicher gehen. So wie es momentan aussieht, wollen die Dinosaurier weder fressen noch trinken. Wir müssen das Problem ergründen. Schritt 1, sie mit Betäubungspfeilen ruhig stellen. Oh mein Gott. Es hört sich ja aber auch nie toll an, ne? Immer Betäubungspfeile auf die armen Tiere drauf zu knallen. Naja, so ist es eben. Oh mein Gott. Oh, jetzt hat er gerade so eine Kurve gedreht. Okay, dann schießt, kommt der wenigstens auf. Als ob der das wüsste, dieser Schweinehund. Das ist bestimmt der Rudelführer. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Fahr. Ich hab echt gedacht, die brauchen nur ein paar Schüsschen, ne? Jetzt geht's. Ups, darum. Oh mein Gott, jetzt reicht's aber. Oh Mann, der bremst auch wirklich immer ab, wenn ich den abschießen möchte, ne? Okay, da liegen sie. Oh mein Gott, irgendwo hingeballert. Die Ergebnisse unserer Dinosaurier-Tests sind ein wildes Durcheinander. Offenbar wurden sie manipuliert. Theorien? Ich habe mehrere. Welche gefällt Ihnen am besten? Hammond meinte, dass eine andere Firma die InGen-Forschungsdaten stehlen wollte. Biosyn. Sie bestachen Nedry. John ist der Meinung, dass die Gier von Nedry und das Geld von Biosyn die Auslöser für das waren, was uns bei unserem ersten Besuch hier passiert ist. Hm.
Und Sie glauben, das würde sich wiederholen? Vielleicht haben Sie nie aufgehört. So, Diagnose läuft ab in 3, 2, 1, 1,5. Okay. Wir sollten es erst bekämpfen und dann den Schuldigen suchen. Wir müssen einen DNA-Sequencer erforschen und einsetzen, damit wir das fehlerhafte Genom neutralisieren können. Die Wissenschaft muss richtig liegen. Sonst werden die Dinosaurier verfälscht. Dr. Grant, solange wir eingreifen, werden die Dinosaurier immer verfälscht sein. Oh ja, wie unser Dr. Melkern wieder mal recht hat. Solange wir eingreifen, verfälschen wir immer alles. Aber anders geht es jetzt gerade auch gar nicht. Ne? Wir sind jetzt gerade gezwungen. Also Forschungsziel, Forschungszentrum, DNA-Sequencer erforschen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht mal, wo ich immer hinklicken muss, um das Forschungszentrum aufzurufen. Irgendwie habe ich jetzt gerade den Faden hier bei dem Ding verloren. Wir haben ja kein richtiges Forschungszentrum, wo man immer so draufklickt. Ich verstehe, was ich meine. Das ist das Forschungszentrum. Ist das das vielleicht? Nur ein Forschungsmodul. Ich glaube, wir hatten hier noch gar nichts freigespielt. Das war, glaube ich, auf der anderen Karte noch, ne? Ich glaube schon. Da kommt der Jeep wieder zurück. Ich mache mal Folgendes. Solange wir warten, bis das Modul fertig wird. Ne? Wo ist der Anschluss hier bei dem Ding? Dass man immer so, dass man nicht hier so rüber gehen kann. Nur weil eine Grenze ist, darf man das Draht hier nicht weiter runterdrehen, ziehen. Was fängt das schon wieder an? Kein Bauplatz. Das haben wir gemacht. Jetzt müssen wir eigentlich das Forschungsmodul gemacht haben. Jetzt können wir, glaube ich, die Forschungstempo machen wir ein bisschen höher. Forschungstempo machen wir noch. Wir machen Forschungstempo einfach maximal höher, so. Und dann kann man auch die Forschung klicken. So war das, genau. Ich finde das gut, dass der kommt. Hallo, ich bin der DNA. Da. DNA Sequencer. Eine Minute. Okay, das geht ja schnell, weil wir haben ja auch maximale Geschwindigkeit hier rausgepusht. Okay. Die Gehege habe ich jetzt... Ich hatte hier dieses Gehege so ein bisschen kacke gebaut, weil ich ja ein bisschen im Stress war in dem Moment. Und habe schnell den Zaun gezogen. Mal gucken, was daran... Was wir da reinschmeißen werden, müssen, tun und so. Noch haben wir hier die Pickpackies, die sind hier drin. Okay. Wir haben einen Betäubungspfeil auf Basis der Symptome entwickelt. Deren Ursprung liegt allerdings im innersten Kern der Dinosaurier, in ihrer DNA. Daher brauchen wir ein neu zusammengestelltes Genom und neue Brutvorgänge. Dann wollen wir mal den armen Dinos mal wieder irgendwelche Pfeile in den Po schießen. Wow. Hier ist eine unsichtbare Bubble. Darf man nicht hin.
Huch, sind das die Streifen vom Auto vom letzten Mal? Cool. Da ich die ja alle abgeschossen habe. Bam. Bam. Ne? Sturm baut sich zusammen. Hä? Wie komme ich denn nicht? Hä? Wie habe ich denn vergessen? Sturm auf Kurs. Trifft in Kürze ein. Hä? Der? Ach, da hinten ist noch einer. Ah, das war's, okay. Und da kommt der Regen. Juhu! Wie ich mich darüber freue. Eingehende Übertragung. Yeah! Sehr geil. 600.000 Euro, Dollars. Und die nächste Mission haben wir damit erreicht. Wir müssen dann jetzt nur noch 4 machen. Das ist schön. Ich mag diese Mission. Ich mag das einfach ganz toll. Übertragung. Ich habe eine gute Nachricht vernommen. Wir sind bereit, neue Dinosaurier auszubrüten. John, Sie waren niemals bereit, Dinosaurier zum Leben zu erwecken. Ein wenig mehr Vertrauen, Dr. Malcolm. Dann schaffen wir es. Chaos und Vertrauen schließen sich aus. Das ist es, oder? Wir sind wieder im Dinosauriergeschäft. Ich nenne es Paläopflege. Aber ja, junger Cabot, das sind wir. Und alles beginnt bei unserem Ei. Dr. Grant, an dieser Stelle schreiben Sie wirklich Geschichte. Geschichte mit Zähnen, Klauen und aggressiver Veranlagung. Ich bin bereit, John. Wir beginnen, indem wir einige Brutstätten errichten und verbinden. Einige. Ich baue dir erstmal die eine jetzt hier hin. So nah wie es geht. Nummer 1. Ich weiß nicht, er sagte eine, mehrere. Mal gucken, ob wir wirklich mehrere machen müssen. Brauchen Sie drei? Drei Brutstätten steht hier unten. Okay, drei. Na. Drei Brutstätten. Und die andere setzen wir hier vorne hin. Okay, so, verbinden wir nochmal mit die Straße. Mit die Straße. Der Strom müsste eigentlich passen. Also Strom haben wir sowieso genug, aber wir müssen gucken, ob das... Ob der hier mitten im Gebiet ist. Ansonsten müssen wir nochmal so ein Stromnetz umspannwerk kaufen, bauen. Ich will hoffen, dass es gleich wieder hell wird. Mich nerven diese dunklen Missionen. Gucken, passt der? Ja, sauber. Das Archiv der Genomdaten ist ein Schlamassel. Wir müssen die Sammlung mit einigen neuen Fossilienproben neu aufbauen, wenn wir brauchbare Genome wollen. Wie kann ich dabei helfen, Irre? Können Sie mir den Mann in Schwarz und Hammonds Schatten ein wenig vom Leib halten? Ein Kampf gegen einen wilden T-Rex erscheint mir einfacher. Sagen Sie das nicht, Finch. Er würde es für eine tolle Attraktion halten. Ja, und ich mache mir Sorgen, dass er einen Weg finden würde, um Hammond davon zu überzeugen. Man merkt übrigens, dass ich schon lange nicht mehr gespielt habe. Oh mein Gott. Das kannst du echt keinem zeigen. Ich mach das mal ganz kurz so. Ich mach's mal richtig. Oh mein Gott.
Jetzt habe ich echt gedacht, das wäre ein anderes Gebäude. Ich habe echt nicht darauf geachtet, dass das das Gebäude ist. Okay. Wir müssen hier die Dinos hier reinlassen. Ich Vollpfosten. Okay. Dann machen wir es jetzt wenigstens richtig. Soll dafür. War ein kleiner... Ein kleines Versehen. Okay, dann mache ich das anders. Okay. Sturmwarnung. Okay. So, jetzt machen wir es richtig. Ich habe mich da echt voll vertan. Warum auch immer. Keine Ahnung. Kommt davon, weil ich mal wieder lange nicht gespielt habe und habe das, glaube ich, vergessen. Aber das Gebäude ist auch anders. Erstmal bauen wir das Gehege wirklich an. Sonst habe ich nämlich das gleiche Problem wie eben auch. Guck mal, hier ist nämlich schon. So, schief und schell. So. Zaun ist gerade kaputt gewesen, stört mich jetzt aber gerade ehrlich gesagt nicht. So, ich hoffe, dass das der Dino hier. Platz hat. Okay. Mehr braucht er ja nicht. Der muss ja nur mal ganz kurz hier reinlaufen. So, das dritte Gebäude. Das dritte Gebäude. Okay, die haben natürlich alle keinen Strom. Ich werde die aber schon mal an den Strom anschließen. Okay. Perfekt. Jetzt gucke ich mal, ob ich das Ding hier reinquetschen kann. Muss ja jetzt nicht genauso... Ah, das ist natürlich ein riesen Gebäude, ne? Stelle ich das so schräg hier hin. Okay, mach ich die Zäune wieder weg. Okay. Ich versuche trotzdem mal. Vielleicht kriege ich es ja doch noch irgendwie so untergebracht. Ne, es ist zu groß. Okay, dann machen wir das eben so. Ist jetzt auch nicht so tragisch. Ich will wieder schräg bauen. Okay. Ist auch wie so Wurst. Ist Wurst. Jetzt haben wir das auch schon mal fertig gemacht. Ist das hier im Stromnetzwerk angebaut, angesetzt? Ich denke schon, aber die Straße natürlich nicht. Gut. Ausbrüten. Vier beliebige Dinosaurier. Dafür muss ich doch auch den Hubschrauber losschicken, oder nicht?
Expeditionsmodul. Fossilienmodul. Oh, das muss ich jetzt alles freischalten. Okay, hätte ich eben schon machen können, aber habe ich jetzt gerade eben nicht drauf geachtet. Macht nichts. Ist okay so. Kann man so lassen. Guck mal, das wäre immer schön. Ich habe das ja immer gesagt, dass das Spiel so ein bisschen... Hier, guck mal. Man hätte doch dazwischen einfach bauen können. Einfach sagen, ja, kann man. Fertig. Gut. Kann man immer nicht. Wie sieht es aus mit den Modules? Hm? Sind sie schon? Okay, dann wollen wir mal expedizieren. Triceratops. Parasaurolophus nicht. Stego. Brachio. Für den Brachiosaurus brauche ich ein Riesengehege. Stego. Dilophosaurus. Okay. Oh, wir haben ja zwei. Okay, dann machen wir diese zwei erstmal. Aber wir hätten ja gerade gucken können beim Forschen, welche Dinos schon fast auf... Okay. Aber die sind aber alle schon recht hoch. Ja. Mitriacanthosaurus. Apatosaurus. ...31% ist der schon. Okay, das wird ja schnell gehen. Fossilien wird auch alles da drin erforscht. Also man muss alles wirklich jetzt in diesem Gebäude hier machen. Ne? Das Gebäude ist lebenswichtig. Nee, sind schon nicht zurück. Ich dachte, die wären gerade zurückgekommen irgendwie. Die Stegosauren. Ja, wir können ja nachher, wenn das Spiel mir sagt, Achtung, hier wird's knapp, Achtung, Achtung, dann mache ich das. Aber jetzt noch nicht. So eine grelle, helle Karte, ne? Okay, wir warten direkt mal hier, sind wir jetzt gleich bei dem ersten zu Ende. Na? Komm. Da ist es zurück, okay. Okay, cool. Dann gehen wir mal auf das Fossiliengebäude jetzt. Oder was heißt Fossilienteil hier? So, dann haben wir hier Dina extrahieren. Können wir eigentlich direkt draufklicken. Mit verkaufen. Alles gut. So, so wie damals eben alles nur in einem Gebäude. Ich finde das sogar gerade mal, wenn ich mal überlege. Oh Mann. Finde ich sogar besser. Was hat denn der für eine Krankheit? Was? Avipoxivirus. Keine Ahnung, ob ich das behandeln kann, aber... Okay. Weißt du was? Wenn wir jetzt schon mal dabei sind, dann machen wir natürlich direkt alle Krankheiten, ist ja wohl Logo. Oh, schnell auf den Le Jeep. Fahren schon mal in die Richtung, weil wenn wir jetzt gleich fertig sind mit der Forschung, dann werden bestimmt schon ein paar andere Dinos auch noch befallen sein. Das sind auch schon recht länger Wege zu fahren, ne? Aber auf dem Weg fährt er richtig schnell.
Dinosauriern geht es nicht gut. Sie brauchen Hilfe. Ich helfe doch, ich helfe doch. Dr. Grant. Da, da geht's schon los. Fahr weiter, Mann. Weil ich gerade da war. Schnell weg hier! Schnell weg! Oh mein Gott! Nein! Fahr, 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 fahr! Oh nein! Oh, oh! Oh nein! Dreh, 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 dreh! Oh mein Gott! Okay. Fahr, 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 fahr. Fahr, 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 fahr. Jetzt müssen wir echt aufpassen, weil die rammen dieses Auto mal ganz gemütlich weg. Wir können eigentlich, wir brauchen ja nicht auch selber fahren. Ist alles gut. So, jetzt. Niedrige Gesundheit, das werden, glaube ich, die Stegen, Stegen sein. Die Stegosauren sein. Die Stegen. So, das machen wir alles natürlich mit. Was haben wir hier drauf? Expedition. Was haben wir hier? Okay. Dann ins Fossilienlager. Und dann einfach klicken, weil du sowieso klicken musst. Weil Klicken Spaß macht. So, okay. Direkt das nächste. Dann haben wir nämlich alle Krankheiten dann direkt schon mal gelöst. So. Kann ich schon eins machen? Nee. Ah, oh, komm, wir schaffen das schon. Wir schaffen das noch. Wir hatten das ja auf 30% hier schon gestartet. Ja, wir müssen gucken, welche Dinos müsste. Welche bitte? Okay. Ich glaube, wir müssen das leider so machen. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Okay. Hubschrauber kommen übrigens immer aus dem Nichts. Und dann sind sie da. So, wir machen das auch noch zu Ende. So, gab es vielleicht noch irgendwas anderes zu forschen? Also, wenn wir schon mal dabei sind, dann forschen wir uns jetzt einfach jetzt mit dem Wolf. Nichts mehr. Okay, cool. Lebensfähiges Dingsbums gemacht. Die sind noch unterwegs. Die sind noch dabei. Und dann machen wir das erste lebensfähige. Einen Diplo. Wie soll ich machen? Vier beliebige Dinos. Das ist ja beliebig. Das heißt, in meines Beliebens, das könnte ich dann eingestreckt noch einen machen. Ne? Die müssen sowieso im Team sein. Die mögen es ja intim. Muss man mal ganz aus die Kartenbeschaffenheit gucken, angucken. Hier könnte ich ein Gehege hinbauen. Oh, ist das... Was? Produkt in der Luft. Das ist ehrlich? Ist das kein Scherz? Das ist ja mal brutal krass. Produkt wurde zugestellt. Noch haben wir Geld. Noch, eigentlich müssen wir uns gar nicht hier ums Geld kümmern. Irgendwie haben wir recht viel Geld. Ich
mache jetzt das ganze Grünzeugs weg, weil damit ich sehen kann, wo was ist. Okay. Dann machen wir mal schnell hier ein Gehege hin. Wir machen es erstmal anders. Wir machen das erstmal wirklich so, dass wir einen Weg, eine Straße hier hinführen. So, okay. Vielleicht habt ihr es verstanden. Das wird ein Gehege und hier mache ich noch schnell ein Gehege. So, schnell. Haben noch keine Zeit. Ein bisschen näher ran, lass mal gucken. Wir müssen keine schönen Gehege bauen, weil... Kein Strom, ja, ist gut. Ach Mist. Weil, den Dinos interessieren die Zäune sowieso nicht. Wir haben sowieso keine Parkbesucher. Okay, kleines Mini-Gehege. Das reicht nämlich für die, wie heißen sie? Für die Dilophosauren. Die brauchen nämlich, wir brauchen nämlich wirklich nicht mehr. So ein bisschen anheben, das reicht. Hier vielleicht auf dieser Höhe, hier so, okay. Das mehr brauchen wir nicht, ein bisschen felsig hier. Okay. Dann Wasser natürlich. Mehr brauchen die auch nicht. Die brauchen echt nicht viel. So ein bisschen Grünzeug hier drinnen. Schnell mal ein paar Steine hier hinschmeißen. Vielleicht hier so noch ein Baum. Klar, ein bisschen Wald. Das wird sogar reichen. Vielleicht nehmen wir noch. Oh, guck mal hier, die kenne ich gar nicht, die Bäume. Auch cool. Hau ich einfach mal hier hin. Ach cool, guck mal. Und hier so ein Stein. Dann den malen wir natürlich auch noch ein bisschen mit Bodenbelag an. Damit das wenigstens... Okay. Perfekt. Jetzt machen wir schnell so ein Türchen hier rein. So. Oh, ich hab das extra groß breit gelassen. Na? Gut, dann machen wir es hier. Weil ich wollte mich hier nämlich noch eine Straße entlang setzen. Okay, perfekt. So, erstes Gehege steht. Die lassen wir mal... Oh, der ist tot. So. Und machen wir noch einen. So. Dann schicken wir die Teams mal wieder auf. Auf Tour. Gucken ganz kurz die Fossilien nochmal an. So, wir müssen jetzt auch mit dem Triceratops müssen jetzt auch gleich fertig sein. Jetzt mache ich erstmal Folgendes nochmal.
Finde ich schön. Ich finde das lustig. So, damit die nämlich jetzt nicht von der Stromwelt abgekoppelt werden, will ich nämlich jetzt hier ein Stromkraftwerk bauen. Das. Im Moment lasse ich das noch so. Weil das nächste Gehege, was ich nämlich bauen werde, wird nämlich hier lang gesetzt. Jetzt müssen wir so nur gucken, ob das, wie wir das passend machen. Okay. Ist natürlich noch nicht feiner. Weg nicht verbunden. Oh. Ach, der Weg ist nicht verbunden, weil der Weg nicht verbunden ist. Ah. Hoffentlich kommen die nicht rausgelaufen vor Neugier. Wo ist das Weg? Wo ist das Weg? Das Weg. So, angeschlossen. Okay. Hier ist schon mal alles angeschlossen. Sieht zwar alles ein bisschen Banane aus, aber wird schon das machen, was... Sonst haben wir das eigentlich mit dem Hubschrauber immer alles gemacht, wenn ihr wisst. Aber man kann ja jetzt gar nicht mehr... Nee, wir können nämlich nur transportieren. Das muss echt mein Auto machen. Hey Mann, ey, wo ist denn mein Auto? Na, wo ist denn das Team? Hm? Na? Ranger Team? Ah. Oh, der schläft ja direkt. Oh mein Gott, 1 Meter Schuss und dann... In den Schwanz getroffen. Okay. Eigentlich könnte ich ja noch direkt noch ein... Ich mache einfach noch einen. Fertig ist die Sache.
Ich warte aber auch wirklich, bis der dann kommt. Dieser Dino. Dann haben wir nämlich 4 und dann gibt es dann auch keine Ärger. Nicht, dass man dann irgendwie... Ich weiß nicht mehr, wie viel man dafür brauchte. Ich habe gerade keine Ahnung. Futterstation hier. Okay, Futterstation steht. Solange wir warten, bis der andere ausbrütet. Aber ich sehe schon, die Zeit geht vorbei und wir sind schon bei 40 Minuten drin. Und das heißt, wir machen dann erst in der nächsten Folge diese Mission zu Ende. Bleibt dran, Däumchen hoch und wenn es euch gefallen hat, ihr könnt in die Kommentare schreiben, ob ihr es selber spielt, ob ihr dies natürlich wie anders löst als ich. Ich habe das ganz sicher nicht so gut gelöst, aber es ist okay. Kriegen wir noch so gerade hin. Also, bis dann und tschüss.